Ja, meine Damen und Herren, Sie haben eben gehört, dass subjektive Wahrnehmungen mit dem objektiven Geschehen nicht in Einklang stehen müssen. Und so verhält es sich auch mit der Vermutung, die hinter dieser Fragestellung steht. Sie ist in zweifacher Hinsicht korrekturbedürftig. Zum einen ist es nicht so, dass in überproportionaler Weise Patienten Arzthaftungsprozesse verlieren, wenn man die Beschwerden hinzunimmt, die nicht vor Gericht ausgetragen werden, sondern in Schlichtungsstellen, dann gelangt man zu Zahlen, bei denen das etwa 50-50 ausgeht. Nach älteren Zahlen sind etwa 30.000 Beschwerden den Haftpflichtversicherern vorgetragen worden pro Kalenderjahr und davon werden 50% reguliert. Also es ist durchaus ein ausgewogenes Verhältnis. Darüber hinaus muss man bedenken, in einem Zivilprozess, wenn man da eine Klage erhebt, geht es zunächst mal nur darum, dass eine Behauptung aufgestellt wird, nämlich die Behauptung, dass eine fehlerhafte Behandlung stattgefunden habe. Und wenn Behauptungen aufgestellt werden, dann muss das Gericht darüber Feststellungen treffen. Und diese Feststellungen konzentrieren sich im Wesentlichen auf zwei Punkte. Zum einen auf die Frage, hat überhaupt ein Behandlungsfehler vorgelegen? Und zum anderen auf die Folgefrage, ist der Behandlungsfehler ursächlich geworden für den Gesundheitsschaden, den der klagende Patient jetzt geltend macht. Und zur Beantwortung dieser Fragen ist das Gericht im Wesentlichen angewiesen auf sachverständige Beratung. Die Sachverständigen haben nun ein unterschiedliches Erfahrungswissen. Sie sind auch nicht immer gleich gut drauf, so wie alle Leute Fehler machen, machen eben auch Sachverständige Fehler und das wirkt sich dann in gerichtlichen Entscheidungen aus. Ohne Sachverständige geht es aber nicht. Der Sachverständige muss das Behandlungsgeschehen zunächst einmal rekonstruieren aus den Behandlungsunterlagen und muss es dann aus medizinischer Sicht bewerten. Und zu bedenken ist bei dieser Tätigkeit von Sachverständigen natürlich auch immer, dass Sachverständige einen Hauptberuf haben, nicht etwa für Gericht hauptberuflich als Sachverständige tätig werden, sondern ihre Gutachten in der Freizeit zu erstatten haben, das zu geringen staatlichen Gebühren. Das sind ja auch nicht unbedingt Anreize, die nun jedermann so gerne zu extremer Arbeit, veranlassen. Die Hindernisse der Sachverhaltsfeststellung liegen aber natürlich an anderer Stelle. Im Wesentlichen der Patient, der einen Gesundheitsschaden, eine gesundheitliche Beeinträchtigung geltend macht, bringt zunächst mal ja in dem Sinne eine Vorschädigung mit und das abzugrenzen von dem, was als weiterlaufendes, eventuell fehlerhafte Behandlung zurückzuführen ist, Beeinträchtigung dann eingetreten ist, das ist eben eine außerordentliche Schwierigkeit. Verkürzte Rückschlüsse auf einen Behandlungsfehler dürfen nicht aus dem Umstand gezogen werden, dass da jetzt ein negativer Erfolg eingetreten ist. Die biologisch-physiologischen Vorgänge im Körper sind eben nicht schematisiert und standardisiert. Man kann das nicht mit der Arbeit eines Monteurs vergleichen, bei dessen Fehlleistung dann ein Rückschluss auf die fehlerhafte Ausführung der Arbeit zu ziehen ist. Und insofern haben wir deshalb auch die Standardaussage, dass der Arzt keinen Behandlungserfolg schuldet. Es gibt detaillierte Regeln für den Arzthaftungsprozess, mit dessen Hilfe auch die Prozesssituation für den Patienten erleichtert wird. Da aber eine richtige Balance zu finden, das haben Sie eben schon an dem anderen Vortrag gehört, Balance zu halten, ist nicht so ganz einfach und das ist eben auch ein Problem des Ausbalancierens der prozessualen Rechte auf beiden Seiten. Vielen Dank.